Hallo zusammen und willkommen zurück bei Hausflipper. Neuigkeiten vom Garten-DLC. Ah, es ist so wie vermutet. Erste Quartal kann nicht eingehalten werden. Kommt jetzt im zweiten Quartal. Irgendwann Mitte Mai. Ja, sehr, sehr schade. Ich dachte, das könnten wir hier nahtlos übergehen lassen, dass wir hier noch am Garten rumfuckeln können. Deswegen habe ich mich entschieden, wir machen jetzt das Haus erstmal so weit fertig, verkaufen es aber nicht. Wir müssen den Garten ja noch aufhübschen. Geld haben wir auch noch genug. Nehmen wir dann ein paar halt Aufträge an und arbeiten uns hier quasi zum, ja, Magnaten, Immobilienmagnaten hoch. Ja, was machen wir? Streichen müssen wir hier diesen Flur noch. Was wollen wir denn da für eine Farbe nehmen? Leicht cremig. Ich halte das lieber ein bisschen heller, weil der Boden ist schon dunkel. Und hoffe, dass wir mit einem Farbe, einem Eimer hinkommen. Oh, das sehen wir gleich. So. Sieht auch schon fast weiß aus, ne? Ja, man sieht doch einen Unterschied. Hier haben wir natürlich viele Türen, das habe ich nicht bedacht. Also werden wir mit einem Eimerchen wohl auch nicht hinkommen. Ja, dies ist hier blöd, aber ich glaube, von der anderen Seite sieht man nichts, ne? Nope. Ist das eine andere Farbe? Oder ist das? Oh, das Licht geht nicht. So. Rumpelkammer. Oh, da haben wir das Geld gefunden. Also. Wollen wir uns mal nicht so anstellen. Okay. Sieht man das nicht, aber das liegt wahrscheinlich auch daran an den Türen, ne? Aber wahrscheinlich hier ist nämlich von der anderen Seite dieser, ah, wie heißt das, dieser Tritt. So. Alles klar. So. Brauchen wir für die letzten 2,5 Meter noch einen neuen Eimer Farbe, wa? Ah. Auch nicht, aber ich muss noch die Türen hier machen. Gut. Bitte noch eine. Oh, doch reicht. Es reicht gerade so. Ja, da brauchen wir doch hier. Warum sieht man hier denn nichts? Haben wir die leicht schräg eingebaut? Kann das sein? Man hier ist gerade. Das ist ja blöd. Egal. Sieht man nicht. Wirklich nur, wenn man hinguckt. Dummerweise weiß ich das jetzt. So. Das haben wir doch schon mal gut hingekriegt. Hier sollte das Kinderzimmer rein.
Da kümmern wir uns jetzt mal um die ganzen Heizkörper. Genau, oder müssen wir irgendwo noch Bodenarbeiten machen? Ne, da wollten wir das ja drin lassen. Deswegen kümmern wir uns jetzt mal um die Installation der Heizung. So. Heizung. Jetzt kaufen. Hier im Wohnzimmer hatten wir doch hier hinten. Aha, da kommt die Spüle hin. Hier haben wir nichts mehr. Okay, hätte man ja auch den Kamin, ne, zum Heizen. In der Küche kommt auch nichts. Abstellkammer kommt nicht. Garage kommt nicht. Aber hier kommt noch hin. Schrauben wir hier fest. Schrauben wir da fest. Und hier im Badezimmer kommt ein spezieller hin. So, hier vorne haben wir ja auch noch. Oder kommt ja auch der spezielle hin, ne? Der ist doch hier irgendwo an der Wand. Da, ne? Genau. Kriegen wir doch auch so raus, ne? Als Korb fürs Bad. So. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber eigentlich sind die Heizkörper recht easy. So, der und hier noch. Sehr schön. Können wir weiter mit den Wasserinstallationen machen oder Badezimmerinstallationen? Na. Gut, hier haben wir noch was aufzudrehen. Da kommt die Dusche hin. Da haben wir ja wirklich nur eine, ne? Ja, da ist noch nichts zugekommen. Kriegt ihr da nicht hin? Achso, Aufsätze auch aufschrauben. Da unten. Hier oben auch sogar. So, jetzt aber. Also die Füße hier ausklappen oder reindrehen. Ausklappen. So. Halt. Es nimmt Formen an. Halt, die Muttern. So. Schicki. Oben noch drauf, hier noch festgeschraubt. Und dann ist diese leidige Dusche hier drin. Weil die ist wirklich mega nervig. Hier haben wir die Toilette. Toilette können wir natürlich die schönere nehmen. Die auch komischerweise leichter zu installieren ist. So, dann haben wir nur noch das
zwar schmecken. Da können wir ja auch was Besseres nehmen. Da haben wir zumindest ein bisschen Auswahl. Obwohl, das geht natürlich nicht in der Farbe. Geht zum bläulicher Ton. Das ist ja eigentlich alles immer mehr blau-grün, ne? Ich glaube, wir bleiben bei weiß. Und das zählt nicht, oder was? Ich meine, da oben ist es immer noch rot. Ah, jetzt montieren. Ich wollte gerade schon sagen, hey, warum geht denn das nicht? Muss man erst aufschrauben. So, das Badezimmer ist schon fertig. Ich würde sagen, es ist schmutzig, aber das ist so marmoriert, ne? Elternschlafzimmer, Badezimmer. Hier haben wir irgendwo eine Badewanne, ne? Spülbecken, zwei Spülbecken, haben wir hier keine Badewanne, Toilette. Ah, doch, hier Wanne. Sehr schön. Was haben wir dann für eine Wanne? Wahrscheinlich auch nur eine, ne? Ne, zwei. Geht doch diese Runde. Ne, ich glaube nicht, oder? Können wir das drehen? Nee. Doch, geht. Komisch. So, die Füße hinstellen. Wanne drauf. Habe ich auch selber noch nicht installiert. Das ist aber anscheinend wie eine normale Wanne noch. Stopfen drauf, das da rein. Halt, da rein. Oh, ging ja doch recht einfach. Einfacher als eine Dusche. Hm, hier kommt noch ein Waschbecken. Nee, Toilette. Toilette. Einmal montiert. Das da drauf. Fertig. Sehr schön. Geht ja doch recht zügig. Und hier kommen zwei Waschbecken hin. Okay, dann nehmen wir dann die normalen, würde ich sagen. Nicht diese Schränke. Oder die gehen auch. Und wenn zwei davon sehen, natürlich ein bisschen. Hm. Was haben wir denn da? So ein Grau. Passt natürlich nicht zu dem Blau. Dies würde noch gehen. Das geht gar nicht. Das würde, nee, das nicht. Das hier würde auch noch gehen. Brauchen wir das andere gleich mit. Jo. Okay, so. Ah! Das da, das da. Was fehlt jetzt? Gut. Montieren. Oder kann ich das zuerst da drauf machen? Nee, das muss ich so machen. Hallo? Ah, jetzt. Komisch. Komisch, komisch. So. Warum hört man das hier plätschern? Ach so, wegen
Deswegen. Ja. Hier haben wir noch einen Nachbarraum. Was ist denn da noch? Ach so, na klar, hier eine Waschmaschine. Ja, Waschmaschine können wir holen. Waschmaschine. Warum habe ich hier nur den Anschluss? Elektrische Ausrüstung. Wo ist die Waschmaschine? Induktionsherd. Waschbecken. Wir gucken einfach wieder ins Badezimmer. Da ist Einbauwaschmaschine, aber warum man die nicht findet, ist mir ein bisschen schleierhaft. Also hier müssen wir wahrscheinlich was aufdrehen noch. Ja. Jetzt geht's. Hier die kleinen Schrauben rausgedreht. Transportsicherung entfernen. Und ach, hier unten noch. So. Fertig. Jetzt verkaufen wir den ganzen Kram, was hier noch alles so rumliegt. Buschkan Laminat. Diesen hatten wir ja nichts gemacht, brauchten wir ja nicht. Hier auch nicht. Garage haben wir auch nichts. Hier vorne, nee, haben wir auch nichts. Jo, Mensch. Die Lampen ist das Einzige, was mir noch quasi Sorgen bereitet, aber das geht komischerweise. Ich frage mich, warum das hier vorne nicht geht. Hier haben wir keine Lampe. Das ist auch keine Lampe. Hier ist eine, die geht aber, doch, die geht. Warum geht die denn hier vorne nicht? Wo war die denn? Die geht wahrscheinlich auch. Ja. Irgendwo hatte ich doch eine, die nicht ging. Wo ist denn hier der Schalter? Wahrscheinlich, weil die Tür mal andersrum saß. Wo war ein Raum, wo die nicht ging? Bin schon total verpeilt. Okay, Leute. Ja, wir haben das Haus so gut wie, ja, man könnte jetzt einziehen. Abgesehen davon, dass noch ein paar Lampen fehlen. Aber das soll es mit dem Haus hier erstmal gewesen sein. Das heben wir uns dann für das Garten-DLC auf, wenn wir das Haus dann einrichten. Oder ihr vielleicht Vorschläge habt wegen Einrichten, könnten wir das dann doch schon machen. Aber ich würde sagen, wir verdienen erstmal noch ein bisschen Kohle und gucken mal, was es so noch für Aufträge gibt. Leute, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.